Hallo ihr Lieben, heute gibt es etwas, von dem ich nie gedacht hätte, es irgendwann einmal zu produzieren. Ein Make-up-Tutorial. Yay! Schwibbeldi-schwabbeldi. Okay, als erstes Brille ab. Wunderschön. Und dann schmieren wir uns die von GAFA gesponserte Foundation direkt in die Fresse. Weil das aber noch lange nicht reicht, um die Tatsache zu vertuschen, dass wir die komplette letzte Nacht auf YouPorn verbracht haben, kaschieren wir die massiven Augenringe noch mit GAFA Concealer. Jetzt wartest du, bis die Masse getrocknet ist und herzlichen Glückwunsch, du siehst etwas weniger hässlich aus als vorher. Sofern wir es schaffen, die Lidschattenpalette zu öffnen, widmen wir uns jetzt den Augen. Zuerst tragen wir ein dezentes Schweinchenrosa auf, darauf dann ein grau-lila Dingsbums. Und nein, das ist kein Kokain in meinem Gesicht. Das ist Make-up, glaube ich. Aufpassen! Als letztes faden wir in der wunderschönen Farbe Durchfallbraun aus. Jetzt klatschen wir noch ein bisschen Durchfall an den unteren Augenrand und wenn es ein bisschen so aussieht, als wären wir verprügelt worden, ist es genau richtig geworden. Jetzt noch etwas Weiß unter die Augenbrauen und in die... Wie heißt das eigentlich? Tränenkarunkel. Etwas Weiß in die Tränenkarunkel und hoffen, dass sich der Mist nicht entzündet. Aber ich habe ja eh schon eine Brille auf, deswegen viel schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Oh, hier habe ich übrigens gemerkt, dass meine Beine eingeschlafen sind. Tolles Gefühl! Okay, ich spüre meine Beine wieder. Weiter geht's. Jetzt ziehen wir mit dem Eyeliner Marke GAFA irgendetwas, was wie ein Lidstrich aussieht. Ich merke gerade, dass ich meine Augenbrauen mal wieder zupfen sollte. Aber scheiß drauf, ist ja nur im Internet. Und diese trockene Haut auf der Nase. Geil. Nun tragen wir mit etwa 1000-mal Blinzeln in die Sekunde Mascara auf und versuchen uns dabei, die Bürste nicht ins Auge zu rammen. Yay, geschafft. Und weil sich irgendein Spacko gedacht hat, dass es jetzt voll on fleek ist, sich die Augenbrauen anzumalen, mache ich das an dieser Stelle auch mal, um professionell zu wirken. Aber eigentlich ist es scheißegal! Yay, Rouge! Damit simulieren wir diese erfrischenden roten Apfelbäckchen, die man bekommt, wenn man gerade gepupst hat. Jetzt noch etwas Gleitgel, Fett mit Glitzer, Lipgloss auf die Lippen und ihr seid gewappnet für was immer ihr aufhabt. Und da sind wir auch schon fertig. Einmal den zur Seite gucker, bitte. Oh ja, wunderschön. Und jetzt zeig mir den Finger und kratze ich an der Backe. Beauty! Doch, weil ja jetzt bald Halloween ist, lasst uns den Look doch mit einem kleinen Zauberspruch kostümtauglich machen. Dazu nehmt ihr einfach einen Spiegel, starrt euch selber in die Augen und sagt dreimal hintereinander das diabolische Zauberwort. Aber was denn? Komm schon, du weißt, was ich hören will. Ha. Bilu. 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 Super! Und fertig ist das Low-Budget Halloween DIY-Kostüm. Falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten traurigen Versuch, in dieser Welt irgendwas von Bedeutung zu hinterlassen, wieder. Bis zum nächsten Mal.